Und wir sind wieder da bei Might and Magic Duel of Champions. Gia. Ja, ich habe hier den Auftrag, also ich habe zwei Aufträge. Sanctuarium, zwei Duelle gewinnen. Kann ich insgesamt 4000 Gold einstreichen. Ja, das machen wir jetzt. Ah, da sind wir drin. Gegen Inferno. Ist das Ignatius? Ah, oh, das sieht gut aus. Ja. Oh, der kann was. Ah, guck mal, da kommt direkt der erste Heilsoldat. Es geht ja gut los. Was kann er? Mindestens 5 und der Gegner zum ersten Mal eine Karte ablegt, werden dem gegnerischen Helden 2 Schaden zugefügt. Zum ersten Mal in der Runde eine Karte ablegt. Was ist denn das auf dem Friedhof? Das ist ja richtig mies. Oh, 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 oh. 5 muss er haben. Aber das ist ja uncool. Bis er dahin ist, da haben wir ihn schon längst platt gemacht. Hoffentlich. Naja. Rechende Schwingen. Ja, da kommen sie rum. Gut. Kann auch nichts machen. Er ist ein Guest. Guest. CBS VS 4QO. Naja. So. Ja. Das geht direkt übel los. Der Kappa ist auch schon da. Oh, was ist das? Furcht. Oh, da kann er nicht angreifen. Eine 2 oder weniger hat. Nee, kann er nicht. Ja. So, hier. Ja, geh ich mal einen hoch. 2 oder weniger, aber der hat mehr. Das kann er nicht mal weg. Ja, jetzt kann er mal gucken. Obwohl dieser Wolf schon cool aussieht. Schleicher im Dunkeln. Verbitterin. Naja. Deren Ausspielen von 2 oder weniger erforderlich ist. Ja, die hat 3. Die ist nicht mal immun gegen Vergeltung. Haha, aber die macht doch nur 2. Ja, schade. Feuerstoß. Nein. Oh. Die ist immun gegen Vergeltung. Ja. Oh. Ah. Ja, ich nehme einfach das Eisschild, ne? Und dann nützt es ihm gar nichts. Haha. So. So kann man es machen. Ja, doof gelaufen für ihn. Och. Ja, ja, ja. Doof gelaufen für mich. So, hier steigern. Haha. Und jetzt kommt der schon. Und alle sind stärker. Ja, 2 reicht natürlich nicht. Silberkesselgeist. Einfach so. Oh, jetzt hat sie auch einen. Stimmt. Hohoho. Oh, er gibt schon auf. Okay, 3 Minuten. Da war meine Macht natürlich überwältigend. So. Ein Sieg. Ja, wir machen direkt weiter. Haha, direkt, ja. Wenn wir nicht wieder ewig warten müssen. Oh, geht direkt los. Aha. Und Zuflucht. Oh. Naja. Okay. Okay. Oh, die Meeresschnecke, die kommt viel zu selten. Oh, ich muss aber anfangen, okay. Die. Oh, jetzt legt er direkt los. Ein Schaden macht er. Dennoch immun gegen Vergeltung, oh Mann.
So, aber die Meeresschnecke kostet 3. So. Ach, guck mal, kann ich auch machen. Zack. Ja. Was ist das denn? Alle neutralen Geisterkreaturen kostet einen weniger. Ach so, neutrale. Wer hat denn sowas? Kann die. Macht die Hypnose? Nee, schade. Das machen nur die. Die anderen. Die Pferde. Hm. Ja, okay, ja, die. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Na, noch ein davon. Naja, so. Da kann er erstmal nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, was er da getan hat. Der ist immun gegen Vergeltung. Ja, schade. Mit beiden kann er natürlich nicht angreifen, ne? Das wäre nicht so klug. Wer heißt der? Experiment 1. Okay. Ja, Cassandra kann nichts Besonderes. Luftzauber, ah, die sind doof. So. Jetzt hat er natürlich seine ganze Zeit, die ich gebraucht habe, für nur einen Schaden benutzt. Hat er eigentlich eine Runde verpennt? Ich habe doch 2 Runden nicht gemacht. Oh oh. Falken Scharfschütze, was kann der denn? In einem Bauwerk befindet. Alter, ach so. Naja. Greift er jetzt an? Nee. Der geht auch weg. Okay. Ist der immun gegen Vergeltung? Ja. Schade. Schade, schade, schade. So, hier gehe ich einen hoch auf alle Fälle. Immun gegen Vergeltung. Ja, wo setze ich den denn hin? Hier am besten. Ach, die brauchen 2. Ja, okay, dann kommt der zuerst. Was kann man hier machen? Naja. So. Jawohl. Angreifen kann die Schnecke natürlich nicht. Oh, der, da stirbt der Simon. Ja, aber in der nächsten Runde ist der dran. Das ist einfach nur, wenn er stirbt, ist egal wie. So, alle verbündeten Kreaturen. Ja. Oh, stimmt, die kann ich einfach wegschieben. Das ist auch gut. Okay. Ja, nützt natürlich gar nichts. Schützenschutz, oh oh. Hm. Ja, weiß ich nicht, wie viel das bringt. Oh, die auch noch. Ich weiß gar nicht. Doch, der hat ja, wenn er Luftzauber hat, hat er die ganzen Blitzdinger mit bei. So, hier auf jeden Fall einen hoch. Die kommt hier hin. Den setze ich hier hin. Und Angriff. Ja. So, mehr kann ich nicht machen. Nee. So. Jetzt kann er schön mal gucken. Und dann wird er mal sehen. Ja, da geht er wieder zurück. Aber das macht gar nichts. Aber der ist nicht immun. Das heißt, er kriegt voll auf die Mütze, wenn er angreift. Ass. Immun gegen Vergeltung auch noch. Ach, aber ja. Oh. Oh, Mist.
Da habe ich gar nicht investiert bisher. Das kostet 3, das kostet 3, das kostet 2. Ah, das ist gut, wenn es 2 kostet. Das kostet auch 2. Minus 2, okay. Aber die Eisdolche... Ah, die kosten... Ja, okay, die kosten auch 2. Ich kann den direkt angreifen, naja. Ist auch immun gegen Vergeltung, das macht nix. Und Eisdolche, zack, zack, zack. Ja, ich greife den trotzdem an, was soll denn das? So. Alle sind noch stärker. Und den hier, Eisschild. Los. So. Er macht es trotzdem jede Runde. Jetzt ist sogar die Meeresschnecke viel zu stark für den anderen. Andersrum nützt es ja auch nichts, ne? Er kann nicht andersrum angreifen. Nee. Tja. Ja, das hat er bestimmt geplant. Hm. Aber der hat ja nur Schützenschutz. Oh, was? Was kann das denn? Hä? Bis zu eurer nächsten Runde. Wenn der Gegner eine Kreatur spielt, erhalten alle Feinkreaturen, kann ich angreifen. Oh nein! Oh, der ewige Winter. Ha! Naja, so kann ich jetzt keine Kreatur ausspielen. Okay. Ja, das ist okay. So, den brauche ich ja für die anderen denn. So. Hier hat er schon mal den Winter. Zack, weg. Bam. Ist ja da nicht mehr so viel. Ja, komm, das lohnt. Ja. So, da kann er natürlich nicht mehr so viel machen. Weglaufen kann er nicht. Was kann er da warten? Tja, ja. Ja, das sieht ja schlecht aus für ihn. Obwohl er mir schon 4 abgezogen hat. Aber er hat bis jetzt nur Blödsinn auf dem Feld. Oh. Meine Herren, und den habe ich... Ach, reicht aber noch nicht die Runde. Er macht 4 Schaden einfach so. Was ist das denn? In der nächsten Runde können nicht gespielt werden. Ach so. Oh. Oh nein. Das wäre schlau gewesen. Aber ich nehme jetzt Wasser. Und das heißt 5. Das heißt, der ist... Oh, Moment mal. Moment, ich kann das machen. Ich kann so machen. Und sag jetzt... Schade. So, der kann auch weg. Ja. So, der ist natürlich kein Wasserelement. Und weiter. Ach, das hält nur eine Runde lang. Karten der gewählten Schule können nicht gespielt werden. Das ist natürlich mies. Aber die sieht... Oh. Aber die sieht ja cool aus hier mit den Steinen und den Dingern drauf. Ja. Gut, gut, gut. Ah ja. Ach, der ist auch schon da. Gesundung. Er muss sich ja irgendwie verteidigen, ne? Das sieht ja schlecht aus. Oh, und er hat keine Karten auf der Hand, die gut sind, ne? Oh, 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 oh. Oh! Was macht er jetzt? Benachbarten Kreaturen 2 Schaden. Nimmt er den Platz? Das wäre... Ach, die sind zu verteilt, ne? Kann nichts machen. Kann nicht weglaufen. Ah, nächste Runde kriegt er das auch noch. Ach so, naja.
Ist jetzt auch nicht so spektakulär. Bam. Was ist jetzt passiert? So, das nützt mir nichts. Den kann ich spielen. Aber ich kann beide spielen. Einmal den und einmal den. Oh, das sieht jetzt natürlich mies aus, ne? Das sieht richtig übel aus für ihn. Und hier auf 4. Los. Und er hat immer noch 20. Er schafft es irgendwie trotzdem 20 zu behalten. Ja, stimmt. Wieso auf sein eigenes? Nee. Es muss kein leeres Feld sein. Ah. Diese Zufluchtsdecks. Aber... was ist das? Ach so, da kann er noch mal die Karte suchen. Jetzt kann er die noch mal spielen. Ah. Oh. Wie viel hat der Fokusangriff? 3, ja. Ist natürlich doof, ne? Ah, den... ah, doch. Anstatt der Meeresschnecke. Zack, drauf. Und alle werden einfach nur stark. So. Ich bringe sie jetzt trotzdem einfach. Sie kann ja auch was. So. Den greife ich an. Den greife ich an. Jetzt hier einfach volle Radelle. Drauf. Zack. Los. Ich habe ja auch immer noch den Auftrag, dass ich die Ereignisse benutzen soll. Ich denke aber immer nicht dran und die sind auch immer nicht so toll. Helfen nicht besonders viel. Hm? Was? Und ich konnte nicht mal gucken, was das ist. Oh, die haben so viel Verzögerungstaktik mit drin. Aber ich habe das Feld voll. Er gibt aber nicht auf. Nee, nee. Was macht denn der? Ah, Dunkelabwendung, okay. Oh, Moment mal. Es gibt ja auch immer noch den Auftrag, dass man mit 5 mehr gewinnt. Aber ich habe keinen mit 6, ne? Ich habe keinen mit 6. Nee, geht nicht. Schade. Jetzt habe ich 3. Nee, wenn ich das mache, dann habe ich automatisch gewonnen. Ja, da ist der Auftrag erfüllt. 800, 600. Genau, so. Er macht ein Fragezeichen. Das war im Duell, ne? Ja, weg damit. Hat er nicht verstanden, wieso ich nachdenke? So, 2000, 2000, wunderbar. Gucken, gibt es schon neue Aufträge? Ja. Inferno oder Necropolis? Ah ja. Zaubermeister. Ach, nur noch 2 davon. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Bite and Magic.